einmal auf dem Führerstand einer Dampflokomotive mitfahren. Diesen Wunsch vieler Eisenbahnfans wurde im Eisenbahnmuseum in Schwechat erfüllt. Zu diesem Zweck stand eine historische Lok für die Besucher den ganzen Tag über unter Dampf. Das Abenteuer Eisenbahn hat auch heute bei vielen, ob jung oder alt, nichts an Attraktion verloren. Und wenn es noch dazu um Dampflokomotiven geht, dann ist die Begeisterung schier grenzenlos. Das konnten wir einmal mehr im Eisenbahnmuseum Schwechat erleben, als es dort wieder einen Fahrbetriebstag gab. Die Besucher hatten dabei die Möglichkeit, direkt am Führerstand einer Dampflokomotive mitzufahren. Diesmal war es die musterhaft restaurierte Dampflok Brünn aus dem Jahre 1896, die zur Freude aller ihren Pendelverkehr auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums durchführte. Mit dieser Brünn ist eine Werkslok erhalten, die jahrzehntelang in der Zuckerfabrik Siegendorf ihren Dienst versah. Familie Prader, Sie sind heute beim Eisenbahnmuseum, Sie sind jetzt gerade mitgefahren. Wie war der Eindruck? Ja, durchaus positiv, vor allem für einen Kleinen, hochinteressant. Schaust du mal in die Kamera, dass man dich sieht? Nein, es interessiert ihn von klein auf eigentlich und ja, man versucht halt, was für ihn zu tun sozusagen und ihm was näher zu bringen. Für sich selber natürlich auch eine Freude. Natürlich. Keine Frage. Faszination Eisenbahn, vor allem mit Dampflokomotiven, das ist etwas, was noch immer besteht. Eigentlich schon, Gott sei Dank. Ne? Also ich habe es in meiner Jugend erlebt, mitzufahren einmal mit einem Zug, der von einer Dampflok gezogen worden ist. Und seitdem eigentlich ist das Interesse nie ganz abgeflaut. Also richtig Eisenbahn infiziert. Verstärkt durch den Kleinen jetzt überhaupt. Ja. Eisenbahnfahren macht überhaupt wieder Spaß. Es gibt ja tolle Züge, es gibt tolle Verbindungen. Das heißt, die Eisenbahn kommt wieder? Also wir haben ein Vorteilsticket bei der ÖBB. Ich fahre selber auch mit der Schnellbahn in die Arbeit und ich finde es angenehmer, weil man einfach die Zeit besser nützen kann als im Auto. Und mit dem Kleinen ist es dann auch preisgünstig und eine wirklich gute Alternative. Also. Und für den Kleinen ein echtes Abenteuer. Für den reicht das Abenteuer allein. Ja, jeder Zug ist interessant.